Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Science-Fiction-Schundgrube. Der letzten, in der ich nun final die Skaze-Trilogie abschließen werde. Es wird wieder ein langes Vorwort geben, in der ich mal etwas mehr zur Trilogie allgemein sagen werde, wo ich ein bisschen auch das Fazit ein bisschen vorweggreifen werde. Weil diese Buchreihe hat jetzt mit dem Abschluss, mit dem dritten Buch, wirklich Eindruck auf mich gemacht, kann ich auch gleich sagen. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Also, ich habe jetzt Planet im Aufbruch gelesen, sogar zweimal. Hat den Hintergrund, deswegen hat es auch jetzt so lange gedauert, bis es hier weiterging, weil ich nochmal eine richtig heftige Erkältung hatte, grippalen Infekt, Grippe, was auch immer. Hat sich insgesamt über 4 Wochen gezogen mit war verheilt, Rückfall, und da konnte ich, ich huste auch immer noch so ein bisschen, tut mir leid, konnte ich beim besten Willen nicht aufnehmen. Und dann war es so lange her, dass ich mir gedacht habe, ich lese es jetzt nochmal, weil es ist einfach so lange her, dass ich das Buch gelesen habe und ich hatte überhaupt keine Probleme damit, es nochmal zu lesen, weil ich mir gedacht habe, das ist einfach so schön zu lesen, mache ich direkt nochmal. Ihr hört schon raus, das wird wieder ein wirklich, wirklich positives Review. Ich will es nicht Review nennen, wobei jetzt mit zweimal gelesen kommt es natürlich schon eher in die Richtung. Da kann ich nochmal ganz kurz aufgreifen, den Unterschied, was ist jetzt eine Buchkritik, meinetwegen auch eine Filmkritik, oder ein Buch-Ersteindruck, eine Buchvorstellung. Da gibt es einfach einen massiven Unterschied. Wenn ich einen Ersteindruck oder eine Vorstellung mache, sage ich einfach, ich habe das Buch gelesen, ich fand es toll, ihr wisst, auf was für Bücher ich stehe. Damit habt ihr ungefähr, könnt ihr selber sagen, ob das vielleicht auch was für euch ist. Und dann könnt ihr das probieren. Oder auch nicht. Während eine Kritik, dafür sollte man ein Werk halt schon mehrfach gelesen haben oder gesehen haben. Mindestens einmal so für den Eindruck, ein zweites Mal dann mit Notizen und am besten dann auch noch ein drittes oder viertes Mal mit Notizen. Und das hier ist, die Schundgrube sind ganz klar einfach Ersteindrücke, Empfehlungen. Ich lese mich sowieso durch diese Literatur durch und wenn mir da was wirklich gefällt, dann möchte ich das hier euch einfach auch empfehlen. Vielleicht, dass ihr, führt eine kleine Liste, Schundbücher, die Alex empfohlen hat, schaut euch auf Flohmärkten oder in solchen Läden, wo es so Bücher gibt, einfach um. Vielleicht findet ihr mal was, meinetwegen auf den Kleinanzeigen irgendwie. Da werdet ihr vielleicht fündig. So, es wird hier eine Menge Schnitte geben, weil ich eben schon wieder gehustet habe, wie blöd, weil ich auch wieder viel reden muss. Erkältung ist schon vorbei, aber der Hals leidet einfach immer noch wochenlang danach. Ich habe Fragen, mal wieder. Ich meine, gut, diese Fragen habe ich schon seit Ewigkeiten ans Universum. Warum das Universum einfach so beschissen ist. Zum Beispiel, warum in diesem Universum Filmreihen wieder verfilmt werden und immer wieder, die eigentlich schon beim allerersten Mal eine brillante Umsetzung hatten. Avatar, ich schaue auf dich. Warum ist es nötig? Selbst wenn die jetzige Filmreihe Avatar, wenn das gut wäre, ich will mich dazu nicht äußern, weil ich habe es noch nicht gesehen tatsächlich. Ich halte es nur a priori einfach für kompletten Schwachsinn, sowas nochmal zu verfilmen, was bereits brillant ist. Selbst wenn das gut wird. Während es Geschichten gibt, die noch kein Mensch verfilmt hat. Wo es wahrscheinlich sehr günstig wäre, an die Rechte zu kommen. Wo es gibt so viele Geschichten, gerade in diesem Genre, die so toll sind und die tausendmal besser sind. Also ich finde, nicht besser als Avatar jetzt. Also ich meine natürlich nicht den Pandora-Avatar. Ja. Warum verfilmt man nur das, was schon erfolgreich war? Ah ja, natürlich wegen Geld. Verfilmt doch einfach mal Zeug, was noch keine Verfilmung bekommen hat
oder was vielleicht, wo man sieht, das ist eine brillante Idee, aber es ist einfach schlecht verfilmt, dass man sich dem nochmal auf einem anderen Weg nähert, weil ein Buch funktioniert auch einfach anders als ein Film. Wobei diese Bücher hier, ich glaube, die wären sehr gut zu verfilmen. Weil, und das nochmal zu sagen, das ist die Reihe, aufgrund derer sich George Lucas gesagt hat, Lee Brackett wird verpflichtet, mein Drehbuch zu schreiben für Star Wars Episode 5. Deswegen habe ich heute auch wieder ein Star Wars T-Shirt an. Hat schon Hintergedanken. Wir werden noch öfter darauf zurückkommen. Denn ich werde so viel jetzt vorweggreifen. Ich will mich mal an eine Struktur halten. Vorwort, also es war das erste Vorwort. Es ist einfach, das hier gehört verfilmt. Das hier gehört verfilmt. Das wäre eine so schöne Abenteuerreihe. Ja. Dann erneut der Punkt, den ich schon beim zweiten Buch, also Dämon aus dem All, erwähnt hatte, Warnung Gewalt. Es sind nicht unbedingt jetzt besonders blutige Gewaltdarstellungen oder dergleichen, sondern einfach der Fakt, dass auch der Protagonist Gewalt anwendet, wo sie vielleicht manchmal gar nicht notwendig wäre oder wo heutige Geschichtenschreiber hingehen würden. Und wenn man von einem unbekannten Wesen, einer unbekannten Figur angegriffen wird, als Leser weiß man, der ist gar nicht böse oder so, der missversteht vielleicht auch nur Dinge oder hält halt den Protagonisten hier für einen Eindringling, für einen Bösewicht. Der Protagonist löst es mit Gewalt oft genug. Wo ich mir aber denke, es ist in seinem Fall, ich würde genauso handeln. Warum sollte man da die gleichen moralischen Maßstäbe anlegen, wir in unserer sehr friedlichen Gesellschaft, die wir hier in Deutschland haben. Würde man hier auf keinen Fall so machen. Die Situation auch bei ihm ist eine völlig andere. Das muss man an der Stelle sehen. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Er geht logisch vor. Ich würde es vielleicht genauso machen in der Situation. Ich weiß aber natürlich, es gibt Menschen, die sind da einfach zart beseiteter, etwas empfindlicher, muss man respektieren. Deswegen hier einfach die Warnung, wer sowas nicht lesen will, sollte sich halt auch einfach keine Bud Spencer-Filme anschauen. Das ist völlig okay, kann ich absolut mitleben und kann ich auch respektieren. Okay. Ich finde es geil, wenn Bud Spencer den Bösewichten auf die Schnauze gibt. Okay. Eine weitere, in Anführungsstrichen, Warnung will ich aussprechen für den Umstand, dass, wie so viele Bücher aus der Zeit, sie sind sehr zeitbehaftet. In der Form, dass einfach, es gibt Menschen und es gibt Frauen. Und das, obwohl das hier eine Autorin ist. Auch sie behandelt das so. Es gibt eine Zeile, die ist wirklich, als ich sie gelesen habe, habe ich mich erstmal aufrecht hinsetzen müssen und mir denken müssen, irgendwas läuft hier gerade falsch. Und diese Zeile möchte ich euch nämlich vorlesen. Es geht hier also um einen Flüchtlingstreck, der da unterwegs ist. Es sind viele Flüchtlinge unterwegs, aus Gründen der Handlung. Und da steht hier, sie durchquerten die Steppen, bezwangen die Gebirge, stapften durch den Schnee auf den Pässen. Als sie schließlich die warmen Gebiete des Südens erreichten, in denen es ringsherum grünte, hatten sie über 100 Leute verloren. Frauen und Kinder gar nicht mitgerechnet. Okay? Also, dieser Satz ist für mich halt einfach schon so. Was? Okay, also 100 Leute verloren, die Frauen nicht mitgerechnet, weil das sind ja keine Leute. Logischerweise. Ja, muss man einfach wissen. War halt so. Es ist wie wir hatten das mal in dem Film Lohn der Angst, wo wir auch festgestellt hatten, beziehungsweise, wer war es? Jonathan und Bene, glaube ich, die Filmbesprechung gemacht haben. Eigentlich die Geheimtipp-Empfehlung, weil der Film ist ein Geheimtipp, aber der Film ist halt aus den 50ern, wo es kein Problem war, offenbar im Hintergrund eine schwarze Frau sich duschend splitternackt von hinten zu filmen, wo in der gleichen Zeit, noch 10 Jahre später, eine Deutsche auf einfach abgelichtet in einem Bild von vorne, oben ohne,
einfach der Untergang der Abendkultur war. Das sind so die Zeiten, in denen wir uns halt teilweise da auch immer noch bewegen. Die 80er waren da zwar schon erheblich fortschrittlicher als die 50er, aber trotzdem, es begegnet einem einfach. Fällt dann auf. Es war aber an der Stelle, bis auf das halt immer heißt, bei den Armeen Männer und so weiter, wo wir schon aus dem Zweiten Weltkrieg wissen, da haben Hunderttausende Frauen mitgekämpft und haben ihren Anteil. So, das Buch, wie ihr gesehen habt, Planet im Aufbruch von 1976, entstand also 2 Jahre nach den ersten beiden Büchern. Die Geschichte hat netto 154 Seiten, also endet bei Seite 160. Die ersten 6 sind wieder so die ganzen Einbandsblätter und so. Und der Originaltitel heißt The Reavers of Skaes. Ihr erinnert euch, der Originaltitel des zweiten Buchs, der übrigens im Original auch ein anderes Titelbild hat, ein viel passenderes. Das Titelbild vom zweiten, weil nichts darauf kommt im Buch vor. Gar nichts. Ist hier, also das war The Hounds of Skaes im Original, das hier ist The Reavers of Skaes. Ich finde den deutschen Titel wieder sehr passend. Ich finde ihn vielleicht sogar besser als den englischen. Aus Gründen, auf die ich in den Spoilern vielleicht näher eingehen werde. Wobei sehr schnell klar ist, um was es geht. Und wenn man den Titel nur liest, weiß man erstmal nicht, wieso. The Reavers of Skaes heißt im Deutschen die Plünderer von Skaes. Verrät nicht zu viel. Man fragt sich, wer ist es, diese Plünderer? Was passiert da jetzt? Kriegen wir alles noch in der Besprechung hier. Planet im Aufbruch ist sogar ein sehr intelligenter Titel, weil er mich ein bisschen fehlgeleitet hat von meinen Erwartungen aus dem zweiten Teil. Immerhin haben sie sich Gedanken gemacht, auch wenn ich nach wie vor dafür bin, einfach die Titel, sofern sie nicht etwas sehr sprachspezifisches bezeichnen, einfach wörtlich zu übersetzen. Oder zumindest absolut sinngemäß. Hier wurde halt ein völlig anderer Titel gewählt, der aber okay ist. Dann kommen wir zum Klappentext und ich möchte erstmal warnen. Wir sind ja schon im dritten Teil. Und auf dem Klappentext stehen einfach Dinge, womit man sich Ergebnisse aus den ersten beiden Teilen einfach ja, sehr schnell zurechtdenken kann. Die sind dann ziemlich offensichtlich. Deswegen ist der Klappentext für alle, die Buch 1 und 2 nicht gelesen haben, einfach ein Spoiler. Kein großartiger, aber ja doch schon irgendwo. Daher würde ich jetzt allen empfehlen, die Buch 1 und 2 nicht gelesen haben, überspringt bitte den Klappentext, geht zum nächsten Kapitel, könnt ihr auf YouTube ja recht einfach machen, seht ihr die Kapitel. Und das hier deswegen einfach ja, zu ignorieren. Ich lese den Klappentext einfach mal vor. Bereit? Spult ihr vor? Sicher? Okay. Also, eine Welt im Aufruhr. Eric John Stark, der sich als Kämpfer und Abenteurer bereits galaxisweit einen Namen gemacht hat, scheint auf dem Planeten Skaes auf verlorenem Posten zu stehen. Die Sache derer, die auf der Welt der sterbenden Sonne für eine Auswanderung zu anderen Sternenwelten kämpfen, ist hoffnungslos geworden, als die von Stark zur Evakuierung des Planeten herbeigerufenen Sternenfahrer sich als Piraten und Plünderer erweisen. Dennoch muss ein Weg zu den Sternen gefunden werden, denn das Klima des Planeten beginnt sich zu verändern und Skaes kann seine Kinder nicht mehr ernähren. Eine Kurzfassung des Buches, auch da muss ich ein bisschen von hinten durch den Bauch ins Auge erklären. Ein paar Dinge, ganz allgemein, Erzählperspektive ist nach wie vor der allwissende Erzähler, dritte Person. Hier wirklich, also ich möchte es betonen, allwissend, denn der allwissende Erzähler verfolgt hier auch mehrere Gruppen, mehrere unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Motivationen auch, auf die mal quasi die Perspektive gehalten wird. Das Ganze ist nach wie vor spoilerfrei, deswegen werde ich zur Kurzfassung auch so spoilerfrei machen, dass ich erstmal so einen Abriss, auch einen sehr spoilerfreien Abriss des zweiten Buchs gebe, der auch nichts über das erste Buch verraten wird.
Starks Bestreben hat ja im zweiten Buch dazu geführt, dass er Motivationen einzelner Personen und Gruppen und die angespannte Lage auf dem Planeten politisch, wirtschaftlich und so weiter geschickt ausgenutzt hat, weil er ja wieder Kontakt mit der Außenwelt haben will, mit einem anderen Planeten. Der Planet ist ja hoffnungslos mittelalterlich, um wieder nach Hause zu kommen. Und hat so eine Welle losgetreten von Anhängern und Leuten, die sich auch von Unterjochung befreien wollen und so weiter, die an seiner Seite kämpfen. Und es schließen sich ihm also viele an. Es gibt große Schlachten. Und mit all den Verbündeten und Hilfsmitteln, die er dann ja hat, kam mir das, wie ich auch sagte, im zweiten Buch hier ein bisschen zu einfach vor. Das Buch war spannend, gar keine Frage. Man nimmt da auch eine unheimliche Energie mit, dass diese Schlachten auch so ausgehen, wie sie ausgehen. Trotzdem war die Geschichte echt spannend, weil es einfach auch noch andere Bedrohungen gibt. Aber ich hatte mir auch überlegt, als das zweite Buch endete, wie zum Geier soll nun dieses Buch hier spannend werden? Weil die Lage am Ende des zweiten Buches ist einfach so prekär für seine Gegner und so, er ist einfach so erfolgreich mit dem, was er macht, dass man sich denkt, wie kann das noch scheitern? Denn am Ende von Buch 2 steht ja auch quasi eine Lösung des Problems. Und dann beginnt das dritte Buch. Und es kommt auf einmal, und damit fange ich mal die Kurzfassung an, ein Gegner ins Spiel, der die gesamte Geschichte umkrempelt, der aus dem zweiten Buch auch bekannt ist. Es wird nicht einfach aus dem Zauberhut was genommen. Der krempelt die gesamte Geschichte von 0 auf 100 in quasi 0, gar nichts komplett um. Gegen den ist Stark aus der Position heraus relativ machtlos und zerstört das Storygefüge von Buch 1 und 2 scheinbar recht problemlos. Das Storygefüge, das Weltgefüge, und es ist alles auf einmal wieder anders. Es ist einfach alles anders mit Beginn dieses Buches. Interessant ist, dieses Buch beginnt mit einer Kurzfassung, die sich nennt Der Hintergrund, wo über ein paar Seiten die Schauplätze nochmal beschrieben werden, die Personen nochmal beschrieben werden. Was ich echt toll fand, wenn ein bisschen Zeit einfach zwischen den Büchern auch liegt, ist es nochmal ganz toll, um das in Erinnerung zu rufen, was zwischen Buch 1 und 2, also am Anfang des zweiten Buches, nicht passiert. Diese Kurzfassung enthält tatsächlich auch schon Spoiler für etwas, das man aber direkt am Anfang der Geschichte dann auch erfährt. Weil da steht etwas, wo man sich denkt, hä? Das ist doch gar nicht passiert. Dann fängt die Geschichte an und man ist sofort in dieser Situation aber drin. Das ist das, was ich damit meinte. Die Geschichte ist quasi komplett und nochmal umgekrempelt. Alleine, weil ein Gegner etwas macht, das auf mich erstmal gewirkt hat. Also ich dachte erstmal, warum macht die Autorin das jetzt? Es hat auf mich erstmal so ein bisschen wie ein Deus Ex Machina gewirkt. Wie so ein, sie weiß anscheinend selber nicht, wie sie diese sehr erfolgreiche Geschichte von Stark noch irgendwie spannend machen soll. Deswegen muss jetzt was aus dem Hut gekrempelt werden. Sie wusste sich offenbar anders nicht zu helfen. Das ist ja echt billig. Oh Gott, ich habe schon gar keinen Bock, das zu lesen. Dann ging die Geschichte erstmal weiter und so. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Nach meiner ersten Lesesession. Und dann kam mir der Gedanke, was die Frau gemacht hat, ist brillant. Das ist brillant. Die hat mit ihren Charakteren mitgedacht. Die hat mit ihren Charakteren richtig geil mitgedacht. Das ist genau das, was diese Person tun würde in der Situation. Die hat eine random Figur, die halt dann so reinkommt, auch in die Geschichte im zweiten Buch. Sie hat einfach wahrgenommen,
was deren Motivationen sind, was deren Lage ist und hat völlig logisch und konsequent das ausgeführt. Und das stürzt einfach die gesamte Story völlig konsequent, völlig logisch in eine neue Geschichte, also in neue Herausforderungen für Stark, für seine Verbündeten. Die werden getrennt. Deswegen gibt es hier auch mehr verschiedene Gruppen als im zweiten Buch, die also vom allwissenden Erzähler verfolgt werden. Und das ist, wo ich das begriffen habe und dann auch weiter die Geschichte gelesen habe, war echt so Gehirnexplosion. Top. Wie die Frau einfach mit ihren NSCs mitdenkt. Hervorragend. Das ist sowas ist, das ist Top-Level-Autoren, Autorenfähigkeit. Ich ziehe meinen Hut vor der Frau. Das ist, also mir steht der Mund offen und ich bin immer noch sehr, sehr, sehr begeistert. Und das war auch der Grund, warum ich so viel Spaß hatte, dieses Buch zum zweiten Mal zu lesen. Einfach damit ich es etwas präsenter habe für diese Videoaufnahme jetzt. Frau Brackett, Sie sind tot, aber Gold. Es endet auch nicht bei dieser einen Figur, sondern einfach auch, was andere Figuren daraufhin unternehmen, wie wiederum andere Gruppen und so darauf reagieren, ist einfach so gut durchdacht, quasi planetenweit. Für alle Gruppen, die es da irgendwo gibt, für alle Personen, die es da irgendwo gibt, verändert es die Situation. Hervorragend. Mehr dazu will ich aber im Fazit und in den Spoilern vor allem dann erzählen, wo ich genau mal drauf eingehen werde, um was es da genau geht, was da eigentlich genau passiert und warum ich das im Detail vielleicht mal sehen, ob ich da überhaupt noch mehr dazu zu sagen habe. Ich finde es einfach bravourös. Aber kurz gefasst, wir sind ja immer noch in der Kurzfassung, ist also die spoilerfreie Story immer noch. Stark wird also von seinen bisherigen Verbündeten getrennt, in seinem Bestreben dann halt weit zurückgeworfen, verliert auch das Funkgerät, beziehungsweise ja auch die Kontrolle darüber, und sieht sich erstmal wieder vor ganz andere Probleme gestellt, zum Beispiel Überleben, sich durch einen fremden, oft feindlichen Planeten mal wieder durchschlagen, weil er wieder an einen anderen Ort muss, während seine Verbündeten oder was davon übrig ist, ihrerseits überlegen, was sie tun sollen. Und Gareth versucht, also die Wahrsagerin, versucht durch ihre Wahrsagungsfähigkeiten Stark zu finden und einfach um wieder auch gemeinsam agieren zu können. Weil Stark ist einfach wichtig für seine Verbündeten, die ihm noch bleiben zu dem Punkt. Ja, und im Zuge dessen lernt der Leser eben den Planeten Skase noch weiter kennen. Es werden weitere Städte beschrieben, Örtlichkeiten, Personen, Gruppen, was einfach wunderbar ist. Das ist das, was man in einem schönen Fantasy-Roman haben will. Diese Buntheit der Welt einfach, die einem da präsentiert wird, unterschiedlichster Wesen, die aber echt passend sind für diesen Planeten einfach. Man kann mitverfolgen, wie auch ja, die Stabträger, die ja Starks Gegner sind, und andere Parteien vor wachsenden Problemen stehen, inklusive ihrer Entscheidungen und Handlungen. Das Ganze macht die Settings, also würfelt quasi das ganze Spielfeld nochmal neu und mit den bekannten Motivationen und Situationen, in denen sich die Figuren nun alle befinden, versuchen sie nach wie vor ihre Ziele zu erreichen, die Stabträger den Machterhalt und Stark zu töten natürlich, irgendwie loszuwerden. Und natürlich auch, wenn irgendwie die Raumschiffe der Galaktischen Union vom Planeten fernzuhalten, Stark natürlich von hier wegzukommen. Wenn es sich ergibt, die Stabträger zu stürzen, die für hier viel Elend auf dem Planeten verantwortlich sind und sein werden in Zukunft, denn dem Planet wird es immer schlechter gehen durch die nachlassende Leuchtkraft der Sonne. Stark muss nochmal irgendwie ein Funkgerät erreichen dafür, um Kontakt zur Galaktischen Union nochmal aufnehmen zu können. Und davon gibt es auf diesem mittelalterlichen und ja, schamanistisch geprägten Planeten halt nicht so furchtbar viele. Und so steuert das Ganze dann auf ein Finale zu,
was echt Hammer ist. Diese Bilder, die ich dazu im Kopf hatte, sind geil. Ich hatte richtige Kinobilder dazu im Kopf, wie man das verfilmen könnte. All die Handlungen vorher auch schon aus den anderen Büchern. Diese Reihe wäre so gut zu verfilmen. Warum ist es eigentlich noch nicht geschehen bei der Reihe? Das frage ich mich wirklich. Ja, ich kann es mir einfach nicht erklären. Keine Ahnung. Und wir kommen zur Einordnung des Genres. Nach wie vor befinden wir uns sehr stark im Fantasy, Abenteuerroman, Abenteuer-Fantasy. Science Fiction ist es am Rand, weil, wie gesagt, es auf dem Planeten keine wirklich hochentwickelte Technik mehr gibt. Punktuell nur, und es ist so quasi Ziel von Stark, diese punktuelle hochentwickelte Technik, wie zum Beispiel Funkgeräte, zu erreichen. Die Romane haben mich jetzt insgesamt sehr stark auch an Indiana Jones erinnert. Also es ist richtig Abenteuer-Fantasy wie Indiana Jones oder Star Wars. Ich behaupte mal, wenn man hier einfach ein paar Namen ändern würde und statt der Wahrsagerei das mit der Macht erklären würde, dass da einfach eine machtbegabte Frau ist und sowas, sind auch ja noch andere. Auch die Falarinen könnte man das damit so wunderbar machen. Das sind Star Wars-Romane. Das hier sind Star Wars-Romane. Tatsächlich. Die könnte man eins zu eins ins Star Wars-Universum übertragen. Ich habe überhaupt keine Frage mehr, wo George Lucas einfach so viele Inspirationen hergenommen hat. Mit dieser Verquickung von Fantasy, Abenteuer und auch Science Fiction. Klar ist Star Wars ein komplettes Science-Fiction-Setting. Es spielt ja die ganze Zeit im Weltraum, auf Raumschiffen und so weiter. Aber eben trotzdem Fantasy geblieben, pur. Und also ich rede von der OT, okay? Und das ist es im Wesentlichen. Das hier ist mehr Star Wars als alles, was ich an Filmen zumindest jemals danach oder an Serien danach von Star Wars gesehen habe. Der Einfluss auf Lucas ist unübersehbar. Und es gibt in der englischsprachigen Neuauflage dieser Trilogie, die wurde aufgelegt mit Vorworten anderer Autoren zu jedem Buch. Und fürs dritte Buch, für Planet im Aufbruch, also Rivers of Scaith, hat George Lucas ein Vorwort geschrieben. Ich habe versucht, daran zu kommen. Ich habe versucht, es irgendwie im Internet zu finden. Irgendwie einfach nur dieses Vorwort. Das Buch habe ich ja gelesen. Ich hätte die Wahl, es mir aus den USA für richtig teuer Geld zu bestellen. Ich war kurz davor. Es war dann aber auch so in diesen Online-Shops, dass wenn man draufgeklickt hat, bei dieser Ausgabe, dann war man mal bezahlen und hatte aber auf einmal in der Ansicht, was man da bestellt, auf einmal das Cover dieser Bücher, der alten Bücher, die natürlich ohne Vorwort sind. Und ich kam nicht zurecht damit. Ich habe auch andere beauftragt, also mal zu gucken, ob wir irgendwie an dieses Scheiß-Vorwort kommen. Ich habe auch in amerikanische Science-Fiction-Foren gepostet. Leider keine Antwort. Es haben nicht sehr viele diese Bücher, ganz einfach. Hab da niemanden gefunden. Ich würde sehr gerne das Vorwort von George Lucas. Das wird mich so interessieren, was er dazu geschrieben hat. Ja, der Einfluss aber, wie gesagt, unübersehbar. Also was das Genre angeht, gehört absolut dazu, das zu erwähnen. Wer Indiana Jones mag oder eben Star Wars. Ja, das ist das Genre. Ich habe jetzt schon so viel über die Stärken und Schwächen des Buches geredet, vor allem über die Stärken, dass jetzt dieser Part hier vielleicht so ein bisschen doppelt gemoppelt wird, aber es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die ich hervorheben will. Ich fange mal wieder mit dem üblichen an. Die Personenzahl bleibt absolut überschaubar mittlerweile. Man kennt die Personen auch jetzt mittlerweile umso besser. Es tauchen zwar immer wieder zwar noch ein paar einzelne neue auf, aber das sind nicht so viele. Im Wesentlichen handeln jetzt all die Personen, die wir aus den letzten zwei Büchern kennengelernt haben.
befinden sich in diesem riesigen Konflikt. Und das zu verfolgen ist von der Personenzahl her absolut überschaubar, weil diese Leute kennt man jetzt und zwar ziemlich gut. Ich würde aber auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr diese Bücher einzeln lest, lasst nicht zu viel Zeit zwischen den einzelnen Büchern, einfach weil man dann die Namen nicht mehr so präsent hat und sich doch nochmal überlegen muss, wer war das jetzt gleich, was hat der zu sagen, auf welcher Seite stand der. Und so ist dann einfach viel, viel einfacher, sich das zu merken. Handlungslücken, keine größeren. Also im Gegenteil, die Welt und Charaktere und wie motivationsgetrieben und logisch sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Motivationen handeln, ist phänomenal. Das sucht seinesgleichen. Da verblassen viele andere Werke dagegen wirklich sehr. Und da kann sich jeder Autor, absolut jeder, eine Scheibe von abschneiden. Nach wie vor gibt es aber kleinere Ungereimtheiten, die ich auch erwähnen will. Vor allem die so mit der tatsächlichen Physik einfach kollidieren. Ich hatte erwähnt beim ersten Teil, der Stern wird immer kälter, weil er am Ende seines Lebens ist. Ja, solche Sterne gibt es halt einfach nicht. Beziehungsweise es gibt zwar solche Sterne, die werden aber erst in Billionen Jahren kälter. Da gibt es auch keinen Mars mehr in unserem, oder gibt es auch kein unseres Sonnensystem mehr, von dem ja der Protagonist auch kommt. Es gibt aber einzelne kleine Sachen, die ich auch vorlesen will. Zum Beispiel Seite 113. Wo war das? Oberer Absatz. Genau. Es ist also ein Volk, das unter Wasser lebt, größtenteils. Und da steht hier, das Volk hieß Susmin und verständigte sich untereinander telepathisch, da das in der Wasserwelt einfacher als Sprechen war. Liebe Frau Brackett, Wasser überträgt Schall viel, viel besser als Luft. Deswegen und verständigen sich Wale ja auch über viele, 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 viele Dutzende Kilometer mit ihren Pfeifgeräuschen. Also gut, okay. Telepathie mag einfacher sein. Granted, ist okay. Dem will ich stattgeben, dem Einwand. Allerdings müssten es dann die Luftlebewesen, also die an Land leben, einfach, müssten das auch machen dann. Also diese Argumentation hier ist, Wasser überträgt Schall besser als Luft. Punkt. Da ist diese Zeile einfach. Frau Brackett hätte vielleicht doch mal das eine oder andere Physikbuch noch schauen sollen. Es ist halt, also wer sich jetzt über Pingeligkeit hier beschwert, es ist halt wie wenn jemand, ein Autor, also in einem Roman schreibt, er ließ den Stock fallen und er fiel nach oben. So in etwa ist es halt. Und dann wird es nicht weiter erklärt und man muss nur annehmen, der Autor hat offenbar Gravitation nicht richtig verstanden. So ist es halt einfach. Okay. Und dann gibt es aber auch innerhalb gängiger Fantasy-Begriffe eine Unklarheit, mit der ich hier nicht zu Rande kam in dem Buch. Nämlich Seite 119 oben. Da will sich jemand opfern. Ich sag nicht wer, spielt auch keine Rolle. Und es gibt für mich irgendwie auch keinen Grund, wieso das Opfer dieser Person irgendwen retten sollte, was sie da schreibt. Also, weil sie schreibt wörtlich, durch mein Opfer an die alte Sonne werden viele Leben gerettet werden. Warum? Weiß keiner, keine Ahnung. Gut, durch das Opfer wird es daraufhin wieder so minimal ein bisschen wärmer, schmilzt ein bisschen das Eis dort, wo sie sich befinden. Verändert es irgendwas im Großen? Nein, es gibt immer noch Hungersnöte, weil ein Hintergrund ist, deswegen gibt es diese Flüchtlingstrecks auch, weil es mittlerweile halt auch, also in diesem Jahr deutliche Missernten gibt, weil dieses Jahr halt ein sehr, sehr kühles war. Auf Dauer wird es nicht besser werden. Ich finde den Vergleich sehr schön, den man in unsere reale Welt hier gerade übertragen kann, nur dass es bei uns wärmer wird. Es wird immer minimal wärmer. Irgendwann gibt es dann halt mal so einzelne Ausreißerjahre, die brutal heiß sind. Und die dummen Menschen geben halt den Regierenden die Schuld, die nicht für sie sorgen und ja, dann werden Opfer verlangt für die Sonne und so weiter.
Ja, und hier ist genau da, ist halt genau andersrum. Die Führenden hier müssten es wissen, sie handeln nicht, handeln falsch angesichts der realen Tatsachen. Aber die hier natürlich auch physikalisch einfach nicht gebildeten Personen auf dem Planeten, weil die sind ja alle schamanistisch irgendwo inspiriert, sagen halt, ja, wir müssen mehr Leute opfern für die sterbende Sonne und so weiter und so fort. Kann man als schönen Kommentar lesen, auch wenn das hier doch ein paar Jahrzehnte vor diesem Bewusstsein unserer heutigen Zeit spielt, geschrieben wurde. Ganz prinzipiell kommt diese Situation mit. Ja, diese Person opfert sich jetzt. What? Es kommt zu plötzlich viel zu sehr ohne Setup, ohne eine Motivation, die für den Leser jetzt nachvollziehbar wäre. Dann heißt es noch in einem Abschnitt halt von wegen von der Trauer um die Person und dann geht es weiter. Und das ist halt einfach so, weil die Person war nicht unwichtig. Unnötig. Ich weiß nicht, wozu das drin ist. Ich werde in den Spoilern genauer drauf eingehen, was mich dran stört. Kann ich nur in den Spoilern machen. Wo nämlich ein gewisser Fantasy-Begriff auch, finde ich, von der Autorin falsch eingesetzt wird, gehe ich in den Spoilern drauf ein. Summa summarum, diese Opferung passt einfach nicht. An keinem Ende sehe ich da einen Sinn drin, weder erzählerisch, noch vom Sinn her, noch von der Motivation her, noch von irgendwas. Es gibt auch weiterhin eine kleine Unstimmigkeit, als die Falerien sich in einer Schlacht zurückhalten und erstmal auch nur beobachten, weil sie, Zitat, hier sowieso nichts ausrichten können. Moment, die Falerien waren in dem Buch hier bei den Schlachten, bei denen sie auch mitgewirkt haben, durch ihre Fähigkeiten mitentscheidend jedes Mal. Die haben so einen riesen Einfluss gehabt auf diese Schlachten, was ich in der Besprechung von dem Buch ja auch erwähnt habe. Und hier ist auf einmal, ja, sie halten sich zurück, weil sie können hier jetzt eh nicht so viel ausrichten bei der Schlacht. Warum? Es ist genauso eine Schlacht um eine Stadt, wie bei den anderen Schlachten auch. Weiß die Autorin nicht mehr, was sie im anderen Buch geschrieben hat? Keine Ahnung. Also ich sehe da auch keinen Grund, warum sie das schreibt. Es hat keine Auswirkungen, kein gar nichts. Sie hätte genauso gut schreiben können, wie die sich beteiligen. Es hätte nichts geändert. Und damit habe ich aber wirklich alle negativen Punkte, die mir aufgefallen sind, schon erwähnt. Wie gesagt, nach wie vor absolute Stärke des Buchs, wie schon in der gesamten Trilogie, bis auf den ersten Teil. Na gut, also im ersten Teil auch, aber die Sprache ist einfach überall richtig schön, richtig fantastisch. Gut, sie hat hier mit diesen insgesamt 457 Seiten auch einfach mehr Platz dafür, als wenn das nur One-Shots wären, was in dem Format ich ja eigentlich bespreche. Ihre Sprache ist zum Teil so schön bildhaft. Ich habe mir sogar überlegt, nochmal, ich würde gerne einzelne Absätze hier einfach exemplarisch vorlesen. Habe mich dann nochmal ums Urheberrecht gekümmert, habe mal nachgelesen, was da möglich ist. Und es wird schwierig, möglicherweise wirklich nur 160 Zeichen. Und das ist halt in den meisten Fällen kein Absatz, der irgendwie aussagekräftig wäre, wo wirklich so innere Bezüge auch einfach gesetzt werden und so. Deswegen muss ich mich hier mit einzelnen Zitaten einfach bedienen, weil die dann auch einfach ich als Zitat verwenden kann, um etwas zu belegen. Daher leider nein. Aber die Sprache ist hervorragend. Die Frau schreibt echt super. Die Frau schreibt so fantastisch. Es sind so schöne Absätze drin, die auf eine blumige Art, auf eine bunte Art Dinge beschreiben, die hier gerade vorgehen, wenn der oberste Wahrsager vor der Tochter von Skaes, das ist eine sehr mächtige Frau, die dort lebt, sehr versteckt in den Gebirgen, seine Prophezeiungen ihr erzählt. Man merkt schon aus der Sprache, dass er mit ihrer Politik nicht einverstanden ist oder mit ihren Entscheidungen nicht einverstanden ist, dass er sie für, ja,
zu entrückt hält und diese Prophezeiung auch so vorträgt, wie wir haben es schon gesagt oder so, so zwischen den Zeilen. Und das schreibt sie wirklich zwischen den Zeilen. Man liest so viele Dinge so schön bunt heraus. Es erzeugt so schöne Bilder im Kopf, ohne Details zu sehr zu beschreiben, womit sie ja sehr viel Platz verschenken würde. Das macht sie nicht. Da ist es immer noch dieses klassische dünne Buchformat, dass Dinge nicht zu übermäßig beschrieben werden, was ich einfach sehr schön finde. Aber die Szenen werden einfach, die Motivationen, die Situationen werden so schön beschrieben. Diese blumige Sprache, die sie hat, die an einigen Stellen einfach sehr funktional ist auch, wenn es um die Aktion geht. Und dann wieder, wenn diese Aktionen wieder in Situationen führen, wird es wieder blumiger. Diesen Balanceakt beherrscht sie einfach ganz, ganz bravourös. Kann ich nicht oft genug loben. Das ist, ich will mich nach weiteren Büchern von Dee Brackett umschauen, um die zu lesen. Die Frau macht Lust auf mehr, was ihre Bücher angeht, definitiv. Aber einen Satz will ich vorlesen da drin. Das ist nämlich, als Stark einen Stabträger, sich mit einem Stabträger unterhält. Die politische Ordnung ist gerade schwierig für die Stabträger, weil es eben diese Flüchtlingsströme gibt. Die Stabträger sind ja auch Herrscher über die Wanderer. Die Wanderer sind eine Gruppe derer, die quasi ja, kann man sich wie Hippies vorstellen, also im negativsten Sinn, die nämlich irgendwann gesagt haben, hier geht eh alles vor die Hunde, die Sonne wird sterben, wir feiern noch. Wir feiern, wir leben unser Leben. Diese Wanderer werden von den Stabträgern ernährt. Aus denen, die legen also Reserven an. Und diese Wanderer halten die Ordnung für die Stabträger auch irgendwo aufrecht. Denn diese Wanderer sind auch gefährlich. Als eben er bei diesem Stabträger ist, die Situation ist extrem schwierig für die Stabträger, das weiß Stark. Und Stark sagt zu ihm, die Göttin zeigt euch jetzt die Tatsachen. Das ist einfach ein so schöner Satz an der Stelle, der das wirklich auf den Punkt bringt. Und man muss sich vorstellen, diese Stabträger sind ganz in ihrem schamanistischen Denken mit ihren Göttern. Also mit der Göttin der alten Sonne. Es gibt noch eine weitere Göttin, nämlich die Kälte, die immer kommt mit an ihrer rechten Seite, an ihrer linken Seite ihrem Herrn der Finsternis und an ihrer rechten Seite ihrer Tochter dem Hunger. Viele beten auf dem Planeten auch beide an, sowohl die alternde Sonne als auch die Kälte. Beiden muss geopfert werden, um einfach Stärke von der Sonne zu erhoffen und die Kälte zu beschwichtigen. Es ist jetzt nicht ganz klar, welche Göttin hier gemeint wird, ist aber völlig egal. Er ergreift dieses schamanistische Denken auf, um zu sagen, selbst in deinem schamanistischen Denken zeigen dir deine erdachten Götter die Tatsachen. Selbst deine völlig abstrusen Göttinnen da zeigen dir jetzt Tatsachen, die Tatsache, was hier passiert und wo ihr einfach versagt, das zu handeln. Richtig schönes Bild, hat mir gut gefallen. Also es gab ganze Absätze, die ich gerne vorgelesen hätte, aber wie gesagt, geht leider nicht. Und so ein Absatz kann das einfach auch viel blumiger machen als der eine Satz hier. Soll aber auch nur beispielhaft gewesen sein. Kommen wir mal zur Welt. Nach wie vor die Glaubhaftigkeit der Welt und der Charaktere ist einfach ja, phänomenal. Das ist phänomenal, das ist so gut durchdacht, wie sich der Planet entwickelt, warum sich der Planet so entwickelt, welche Motivation die Leute haben. Ich wiederhole mich, oder? Ich wiederhole mich jetzt total, weil ich es einfach dauernd immer nur preise und preise und preise. Und da fehlen mir mittlerweile auch einfach die Worte, es noch weiter, noch blumiger zu preisen. Lest es einfach und
kommen wir auch zu der Frage, wie komprimiert oder dünn ist die Story. Da muss ich halt sagen, wir sind wieder in dem Thema, der Dreiteiler passt halt nicht so ganz in diese Reihe hier, weil er mit insgesamt 457 Seiten einfach sehr viel mehr Raum hat, um sich bunt auszubreiten, Wendungen voll auszuspielen, elaboriertere Seitenstories zuzulassen und sich nicht auf die zentrale Idee der Story konzentrieren zu müssen. Das widerspricht übrigens auch nicht dem, was ich in dem Eingangsvideo für die Serie gesagt habe, dass das dünne Format, also dünne One-Shot-Bücher müssen nicht notwendigerweise schlechter sein, haben dadurch keinen Nachteil, denn die haben natürlich ihre Prämissen, die müssen sich natürlich auf eine Story konzentrieren und können keine großartigen Seitenstories machen, sagte ich da ja auch schon. Hier passiert das halt einfach. Und es gibt trotzdem ja genug Bücher in dem Format, sagen wir mal 400, 500 Seiten, die, obwohl die Autoren diesen Riesenplatz haben, einfach den überhaupt nicht nutzen. Diese Bücher sind scheiße langweilig, sind echt schlecht geschrieben und so weiter, wo viele dieser dünnen Bücher einfach trotzdem besser sind. Beispiel Matrix, Teil 3 war es ja. Das ist einfach eine zentrale Idee, eine Story und die wird durchgepaukt und die ist super. Fantastisch. Hier ist es auch eine Story, aber mit halt vielen Wendungen drin. Also, ja, für dieses Buch würde ich auf jeden Fall sagen, jetzt mal rein dieses Buch, wenn ich es als One-Shot nehmen würde, auf 154 Seiten, einfach absolut dicht und fesselnd geschrieben. Punkt. Fazit, für wen ist das Buch was? Oder in dem Fall, für wen ist die Skaze-Trilogie was? Denn das Buch sollte man einfach nicht einzeln lesen, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Es ist eine zusammenhängende Geschichte mit drei Etappenpunkten, die erreicht werden, woraufhin es dann aber auch immer noch mal eine Wendung gibt. Also jedes Buch hat nochmal andere Herausforderungen, einfach in eine in sich ein bisschen anders geartete Geschichte, wie ich auch jetzt ja deutlich gesagt habe, dass das nochmal was, der Gegner, der ins Spiel kommt, mischt die Karten einfach nochmal komplett neu. Also für wen ist es was? Wie gesagt, wer Fantasy-Abenteuergeschichten à la Indiana Jones oder Star Wars liebt, wird hier fündig. Ganz, ganz dringende Empfehlung. Star Wars Fans, hier, bitte lesen, ganz eindeutig. Durchs erste Buch müsst ihr durch. Leider, ich fand es wie gesagt nicht so toll. Vielleicht finden es andere besser. Wie gesagt, diese einfach dauernde Abfolge von Entführungen, Befreiungen, Verrat, ohne dass der Protagonist wirklich handlungsmächtig ist, fand ich halt echt anstrengend und langweilig. Bis auf der Schluss, da wird es dann... Ich würde schon sagen, hier am Schluss nimmt diese Trilogie, also am Schluss vom ersten Teil, nimmt die Trilogie ihre eigentliche Form dann an und geht bis zum Ende durch, die einfach echt geil ist. Also absolutes Muss, außer wie gesagt für zarter beseitete Menschen. Wie gesagt, Gewalt, etwas zeitbehaftet. Macht mir nichts aus, aber wie gesagt, es gibt ja Menschen, denen es was ausmacht, und dann muss man das einfach auch erwähnen. So, wir sind bei den Spoilern. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, und ich würde wirklich empfehlen, wenn ihr das Buch lesen wollt, irgendwann, dann schaut hier die Spoiler nicht. Es gibt harte Spoiler, ich verrate alles. Alles aus allen drei Teilen, ist völlig egal. Ihr werdet einfach alles erfahren. Es ist, der Spoilerbereich ist jetzt wirklich für die Leute, die die Bücher gelesen haben, und damit ich einfach mal offener darüber reden kann, was genau war das eigentlich, was ich da geil fand, was genau waren da jetzt die Widersprüche, wo ich vorher so ein bisschen verklausuliert habe, damit man nicht weiß, wer jetzt zum Beispiel die Person ist, die da geopfert wird und sowas. Daher bitte hier abbrechen, es sei denn, ihr habt es gelesen. Oder euch ist es wirklich egal. Aber ich würde wirklich euch empfehlen, holt euch diese Bücher.
Sie gibt es, wie gesagt, auch als ein zusammengefasstes Buch. Schaut euch mal um. Lohnt sich auf jeden Fall. Also für diese Reihe als Gesamtbuch oder als Dreiteiler hätte ich kein Problem damit, auch gebraucht 10, 15 Euro auszugeben. Das ist, was ich normalerweise bei diesem Format sage. So ein Buch, 1 Euro ist schon grenzwertig. Nee, die sind toll, die sind richtig toll. Da würde ich auch mehr Geld ausgeben dafür, ganz einfach. Okay, dann gehen die Spoiler mal los. Also, fange ich einfach mal an mit der grundlegenden Situation, die am Anfang von Planet im Aufbruch jetzt herrscht. Und dieser Titel hat mich verwirrt. Denn am Ende vom zweiten Teil, wo ja die Raumschiffe kommen, wo alles im Prinzip, es scheint so, die Stabträger sind echt am Ende. Die wichtigen Leute, die gegen die Stabträger agieren, werden abgeholt. Stark hat eine Armee hinter sich. Die Sache ist gelutscht. Der Drops ist gelutscht. Das ist fertig. So. Und deswegen dachte ich, Planet im Aufbruch spielt darauf an. Vielleicht ist die Handlung jetzt einfach die Evakuierung dieses Planeten. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wo jetzt dann irgendwie ein Problem noch entstehen sollte. Ist ganz einfach. Das Problem ist ganz einfach. Die hatten also Funkkontakt zu diesen Raumschiffen, die von Pencarche, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, Pencarche, ich spreche es mal Pencarche aus, geführt werden. Das sind 3 Raumschiffe. Der da auch landet, die besiegen mit Hilfe der Raumschiffe und der Hubschrauber, die an Bord haben, mit ihren Strahlenkanonen, die sind allen so über, was die Widerstände noch gegen Stark angeht. Besiegen also, bei der letzten Schlacht fegen die einfach alles weg. Und ja, es ist so, diese 3 Raumschiffe werden also von Pencarche geführt. Pencarche ist jetzt niemand von der Galaktischen Union. Das ist ein Raumfahrer, der gewisse Bedienstete unter sich hat, der die beiden anderen Raumschiffe führt. Deren Kapitäne sind ihm also untergeordnet. Und der wurde kontaktiert, um hier die wichtigen Personen abzuholen. Niemand in der Galaktischen Union weiß von der Situation hier auf Skase. Absolut niemand. Nur Pencarche und die anderen Leute in den Raumschiffen. Die 3 Raumschiffe, die er hat, mit den Hubschraubern, die die Raumschiffe an Bord haben, und den Laserkanonen, die sie an Bord haben, sind allem über auf diesem mittelalterlichen Planeten. Absolut allem. Dieser Planet war einst hochtechnisiert. Es gibt immer noch große Tempel, voll mit Gold, mit Edelsteinen, Schmuck, antiken Sachen natürlich, die sehr wertvoll sind. Schätzen ohne Ende. Und der findet sich auf diesem Planeten ein, stellt fest, gegen unsere Raumschiffe und die Hubschrauber hat hier niemand irgendwas zu tun. Niemand in der Galaktischen Union weiß hiervon. Wir plündern den Planeten. Und so nehmen sie Stark gefangen und plündern Reihe um Reihe die ganzen großen Städte, versuchen rauszufinden, wo das Reich der Tochter von Skase ist, wie sie in dieses Verlies eindringen können, denn das ist sehr versteckt. Und das ist ihr Hauptziel auch, weil sie ahnen, dass da die allergrößten Schätze einfach auch liegen. Ja, und damit sind die Karten völlig neu gemischt, denn Stark und Ashton sind jetzt Gefangene, mitten im Dschungel wieder, in völlig hoffnungsloser Lage, ohne Funkgerät, ohne Kleidung, ohne gar nichts. Die Verbündeten sind geflohen, versprengt, haben zum Teil das Vertrauen in die Außerirdischen, die da Hoffnung bringen sollen mit Raumschiffen und so, zum Teil komplett verloren. Womit natürlich viele Verbündete jetzt wegfallen. Und die ganze Situation, das war so das, was mich am Anfang so, jetzt fällt hier alles auseinander, was macht die Autorin da? Nein, es ist aber so logisch, es ist so gut überlegt und dann auch die Konsequenz
der ehemaligen Verbündeten oder noch Verbündeten, wie sie handeln, warum sie sich dann lossagen von Stark, warum sie die Hoffnung verlieren, warum dies und das und jenes einfach passiert, warum andere aber auch wieder, ja, zwar zu Stark noch halten zu den Zielen, aber im Wesentlichen die Hoffnung aufgegeben haben. Das ist einfach, und währenddessen bricht einfach dieses Kältejahr über Skase hinein, diese Flüchtlingsströme brechen los, es ist wieder eine völlig neue Situation. Wie macht die Frau das auf 154 Seiten, diese Welt, diese Situation nochmal so umzukrempeln, neu aufzusetzen? Das erste Drittel vom Buch ist dann tatsächlich Starks Flucht mit Ashton zusammen, die auch echt spannend ist, die gut geschrieben ist, mit den neuen Wesen und Gruppen, auf die er dann trifft, wo man nie sicher ist, sind die gefährlich, was wollen die von ihm, was wissen die, sind die auch magiebegabt, was können die? Denn hier in dem Buch spielt Magie nochmal eine viel größere Rolle. Es wird immer deutlicher, das hier ist echt Fantasy. Was aber richtig geil ist, betrachtet das als Fantasy-Romane, nicht als Science-Fiction-Romane. Punkt. Ja, und diese Situation, sich so in diese ganzen Charaktere reinzudenken, wie die jetzt handeln, wie das zusammenhängt, das ist einfach, warum wurde das noch nicht verfilmt? The fuck? Warum wurde das noch nicht verfilmt? Hollywood, ihr seid so scheiße. Verfilmt der Dune zum zweiten Mal. Warum diesen Rotz? Oder Avatar. Was? Okay, ja, man kann ja immer noch sagen, gut, vielleicht steckt in Dune doch was Tolles und hat eine Scheißverfilmung gehabt, jetzt ist nochmal besser zu machen. Ist okay. Ja, kann man machen, gut. Aber jetzt Avatar, The Last Airbender nochmal zu verfilmen, nochmal. Warum? Scheiß Geldmacherei. Verfilmt das hier mal. Oder andere brillante Geschichten, ja? Wann war ich zuletzt vor der Kamera so sauer? Ehrlich. Das ist so, man ist so machtlos. Oder besorgt uns ein paar hunderttausend Abonnenten, vielleicht kratzen wir Geld zusammen, um dann auch irgendeine schöne Story zu verfilmen. Oh Gott, heute hat sich was offenbart, wir können vielleicht wirklich ein Projekt machen. Wir haben unser eigenes Projekt noch, ja, geht auch voran. Wie gesagt, ihr seht auch neue Couch, ja? Kaputte Schulter, alte Couch raus und so, neue Couch rein. Grippe und so weiter. Okay, ich will nicht weiter jammern. Wir machen mit den Spoilern weiter. Die weitere Sache, die ich nicht verstehe, auf die ich noch weiter eingehen will, das Opfer von, das ich nicht verstehe, von Gareth. Die kommen da also hin, Gareth so, oh ja, jetzt weiß ich, warum ich hier bin. Ich will mich hier opfern lassen. What? Das hast du nie erwähnt. Ja, aber es wurde mir jetzt auch erst hier klar und deswegen, ich lasse mich jetzt opfern und tschüss. Dann wird sie geopfert, Stark trauert 3 Tage, es wird halt blumig beschrieben, wie alle trauern und dann geht's weiter. Und es wird halt ein bisschen wärmer für kurze Zeit, was nicht wirklich was bringt, aber ist okay. Oder sollte es bringen, dass die da von dort überhaupt aufbrechen können, wenn sie es ohne nicht machen können? Die greifen doch auch so die Stadt an, obwohl da noch das Eis ist. Hätte also gehen müssen. Keine Ahnung, es ergibt also wirklich keinen Sinn, hat keinen Payoff in keiner Form. Ich bin einverstanden damit, dass Gareth stirbt. Nur hätte man das doch vielleicht anders machen können. Hätte man das nicht einfach irgendwie anders in die Handlung einbauen können, ohne dieses random Opfer. Und dann gibt es eben noch eine Sache, die mir daran richtig stinkt. Das ist nämlich, es gibt ein Setup für dieses Opfer. Im ersten Buch wird sie von dem einen, also Gareth ist ja die Prophezeiung aussprach, dass der dunkle Mann, also Stark, die Zitadelle stürzen wird. Und quasi als Rache für das alles, was dann passiert, spricht, wie heißt er, Hargoth oder so ähnlich, spricht als Rache die Prophezeiung aus, dafür wirst du geopfert werden, Gareth. Sorry, so funktionieren Prophezeiungen nicht. Das ist keine Prophezeiung. Sie geht halt immer darauf ein, ja klar, es war ja prophezeit, sie wird sich opfern lassen. Das ist ein Fluch. Eine Prophezeiung ist im allgemeinen Verständnis des Fantasy etwas, wo sich jemand hinstellt und aufgrund des Windes,
der Schwingungen in der magischen Aura oder des Kaffeesatzes irgendetwas aus der Welt herausliest, was wohl passieren wird, worauf er selbst, der Prophet, aber keinen Einfluss hat. Das ist ja immer dieser schöne Cassandra-Komplex, dass die Propheten ja die andere auch erstmal davon überzeugen müssen, dass das, was sie da sehen, wirklich so ist und dass man es auch wirklich so auslegt und nicht vielleicht anders, was ja mit Prophezeiungen auch immer so ist. Also, das ist eine Prophezeiung. Das, was da passiert im ersten Buch, ist ein Fluch und keine Prophezeiung. Und selbst wenn, sie kann doch einfach sagen, ja, fick dich Fluch, fick dich Prophezeiung. Warum sollte ich mich opfern lassen? Es ergibt einfach von und hinten keinen Sinn. Es ist keine Prophezeiung. Es ist aktive Magie, wenn man so will, die Garrus dazu bringt, dorthin zu gehen und zu sagen, oh ja, ich lasse mich jetzt opfern, weil... Wer das Buch gelesen hat, was denkt ihr darüber? Also so hat es auf jeden Fall auf mich gewirkt, total random. Ich verstehe die Zeilen nicht da drin. Funktioniert für mich einfach nicht. Und zum Schluss dann auch noch eine Bemerkung von mir zu den Ortsnamen. Ich glaube, dass die große Stadt, um die es da ja auch am Ende geht, die Stadt, in die sich auch die Stabträger dann zurückgezogen haben, ein Telling Name ist. Die Stadt heißt ja Ged-Daroth. Und sprechen wir es mal Englisch aus, Ged-Daroth, also get the rod, also hol den Stab. Dort haben sich die Stabträger zurückgezogen. Und bezieht sich natürlich irgendwo da drauf. Also ich glaube da ein Telling Name drin zu sehen. Ja, damit wäre ich eigentlich durch. Ich kann vielleicht noch was zum Finale sagen. Ich fand es einfach sehr schön mit dieser Schlacht, mit dieser, dass die Stadt, dass wirklich so eine Riesenstadt ist, die auch eine Oberstadt hat, die dann noch verteidigt wird und so, die sich durch einen Fluchttunnel quasi zu den Stabträgern durchschlagen, um dann noch ein persönliches Finale zu haben einfach. Das Ganze endet dann auf den letzten 1,5-2 Seiten, wird so richtig schön das Ende auch präsentiert. Finde ich auf jeden Fall. Es ist einfach eine wunderschöne Trilogie, die ich auch nicht abgeben werde. Die wird hier bleiben. Ich habe ja gesagt, im Normalfall behalte ich diese Bücher hier nicht. Außer sie sind mir wirklich viel wert. Das hier wird hier bleiben. Definitiv. Ich glaube, ich werde mal fragen, ob sich irgendwer bei uns diese Bücher durchlesen will und ob die mal ohne mein Beisein darüber einen Geheimtipp machen wollen. Wenn die anderen, die es gelesen haben, bei uns dann auch sagen, das wäre ein Geheimtipp, dann machen wir darüber auch nochmal was. Abseits also hier von der Schundgrube. Einfach als Geheimtipp-Empfehlung, weil ich ja weiß, hier schauen nicht alle rein. Im Geheimtipp vielleicht eher, kann man auf jeden Fall dann vielleicht auch aus anderer Perspektive einfach mal dann nochmal was drüber machen. Damit war's das. Wir haben den letzten Teil der Skaze-Trilogie. Der nächste Teil der Schundgrube wird wieder ein One-Shot-Buch werden auf jeden Fall. Ich muss mal sehen, was ich da nehme, denn ich habe mittlerweile einen Berg Bücher dieser One-Shot-Literatur. Ich habe mir da Zeug bestellt, weil es einfach, ihr findet Auktionen einfach im Internet, mit wo ihr 20 solche Bücher, 250 Seiten meinetwegen, für 10 Euro bekommt. Da habe ich einfach mal zugeschlagen, habe mir gedacht, komm, dann habe ich ein bisschen Reserve. Ein paar dickere Bücher waren auch dabei, meinetwegen, aber die werde ich hier drin wahrscheinlich nicht machen, werden wir sehen, wie die sind. Und dann geht es hier auch bald weiter, geht weiter mit anderen Videos noch, zu Lab, zu Schrödingers Chat, die Fragen werden wir weitermachen und so weiter und so fort. Was ein Scheiß wird weitergehen, der Inselmonolog wird weitergehen, denn hier steht mittlerweile auch fast alles wieder dafür. So viel dazu, was jetzt alles hier immer noch im Spoilerbereich ist, was also keiner schauen wird. Okay, wunderbar. Gehabt euch wohl und ciao.